euch, liebe Freunde, zu einem neuen Part Rainbow Six. Ich habe gerade den Teufel in den Augen. Das Messer zwischen den Zehen. I love my life. Was? Wir haben gerade nur festgestellt, wie besser Tropa ist. Ja. Also schaut euch den letzten Part an. Das war der beste Siege Part aller Zeiten. Alle anderen sind richtig scheiße. Nur der war ansatzweise gut. Na, das kommt ungefähr hin. Ich war auch eine halbe Part nicht da, also. Der ja, deswegen war der noch besser. Das war noch besser, korrekt. Ich mach mir Freunde left, right and center. Ach was, Koba, das war vollkommen legitim. Alle lieben mich. Ich bin super beliebt. Niemand möchte mich heimlich im Schlaf ermorden. Natürlich liebe ich dich. Aber auch nur zusammengehackt auf dem Boden. Oh, wie soll ich denn jetzt mein Ace machen, Mann? Ja, die Gegner. Wow! Ace! Wir haben Geist, Junge! GG! Bester Part ever, ey. Oh, wir können sie nicht mehr rausschmeißen. Doch, wir können sie noch melden. Hier sind noch welche drin. Nee, die sind alle raus. Nee. Nein, die haben 80 und 30 Punkte. Wie soll das gehen? Na, die sind nicht raus. Na, die melden wir auf jeden Fall. Sind nicht nur die rausgegangen, die Team gekillt haben? Nein. Oder doch? Ja, doch. Genau. Die haben geteamkillt und sind dann rausgegangen. Das heißt, ja, trotzdem meldet. Dann müssen die ja irgendwie farmen. Scheiß drauf. Nee, da waren anscheinend irgendwelche Opfer oder so. Also ich muss ja sagen, gute Runde, Leute. Das haben wir gut gemacht. Ja, ich meine, hallo, das war, ich habe Jung angespornt und... Der hat es auch gezeigt, weißt du, einfach nur durch seine Motivation hat er dafür gesorgt, dass sich die Leute gegenseitig. Ja, die haben sich gegenseitig umgebracht, weil Jung so motiviert war. Ja. Mann, ich bin einfach der Antichrist gerade gewesen. Ich habe mich in deren Körper reingepflanzt. Ja, du warst der Dämon, der ihre Köpfe kontrolliert hat. Ja, Mann, Koopa, ja! Ja, Mann, Digga! Ist ja alle fertig, Mann! Töte sie, Mann! Okay! Ja! Nein, Hure! Ich weiß nicht, warum wir heute so hyperaktiv sind, aber... Ja, deswegen spiele ich auch richtig scheiße, weil ich mich irgendwie gar nicht konzentriere. Die haben so einen Typen, der Herzschlag kontrollieren kann. Okay, wir merken uns... Ah, scheiß drauf, Mann, Alter. Den mache ich weg. Den hau ich meinen Schwengel ins Gesicht. Und das Lustige ist, ich bin eine Frau. Futanari, okay. Transgender, transsexuell. Nee, Dingsda, weißt du? Also, ich weiß nicht, was das über uns auszusagen hat, aber wenn wir uns nicht konzentrieren, wird Jung schlecht und ich werde gut. Wir sollten uns nicht so oft konzentrieren, wahrscheinlich. Das heißt, Koopa braucht. Das ist logisch, ne? Wenn ich mich nicht konzentriere, dann bin ich schlecht. Das ist ja wohl. Ja, aber auf einmal, ich bin gerade richtig on fire und ich aime gar nicht mal. Ich schieße einfach nur random. Also, ich spiele gerade. Dann wissen wir ja, wir dürfen nicht mehr zusammen ein Team spielen. Ich spiele gerade wieder größte Honk oder so. Bist du nicht immer wieder größte Honk? Also, wie immer? Was? Puls hier, ich scanne euch Puls. Sag Bernie, Alter, ne? Ja, boah. Ich schaff das. Sei ehrlich. Nein. Doch, Bernie ist doch der weltbeste Siege-Spieler, Mann. Ja, echt, ich glaube, Jing wird gerade interrogated. Oh, Position gefährdet, ja. Rip. Vorsicht, Puls, heute Puls aber euch. Da unten markiert. Der guckt zu euch, der wirft ein C4. Ach, trifft nix, der Lappen. Hier, ich markiere ihn. Mach den weg, den Lappen. Ja, mach den weg, der steht genau da. Ich kann ihn nicht sehen. Ich will nicht sehen. Ich kann ihn jetzt. Oh, er hat meine Drohne. Muss ich ihn wegmachen. Kavera ist auch da unten, Leute. What the fuck? Von wo? Hab Damage bekommen. Kavera ist irgendwo da unten. Ich weiß aber leider nicht wo. Where the fuck? Oh, ich hab ihn so geil gepusht, Mann, und er hat mich gekillt, Alter. Weißt du, sowas klappt bei mir nie mit. Er hat 10 Leben. Ach, scheiße. Kavera ist nicht mehr im Elevator, die ist in der Tür. Na, Fenster. Fenster geradezu bei dir, Koopa. Ich höre den Puls ab und zu irgendwo. Boys, Puls ist noch eine Etage unter euch, ne? Der ist 2 Etagen. Nice. Ist immer noch, Puls ist immer noch low. Deck mich, ich geh mal runter. Warum bin ich so scheiße gerade? Mir fehlt Zap, mir fehlt mein Anker. Ja. Sag ihm, dass er dir sehr wichtig ist und du ihn brauchst. Put. Ich höre Steps. Ja, das bin ich. Ja, ich hab die ganze Zeit dieses scheiß Pulsgerät. Ich hab den Wichser, so. Ja, Mann. Hab ihn weggebutzt, Mann. Hamburger Teamwork, ihr Luschen.
Oh! Ich hab die Barrikade gesetzt. Mach da vorne auf, Kuba, geradezu. Mach da auf, erlaubbar. Hm, kommt mal. Oh nein, ich hab die Prisma durch eine tune Wand getroffen. Und rechts würde ich auch noch aufmachen, Kuba. Rechts würde ich mir auch noch aufmachen. Mach Bumm. Und ja, dann warte. Rechts schon ranlegen. Da rechts ist nämlich einer. Hinter der Reinforcement ist einer. Da genau ist einer. Ja, genau da. Ja, nice, Cooper. Nice in die Drohne gegangen. Sehr gut. Das war jetzt der Code, dass der durch die exothermische Sprengladung gekillt wird. Hm. Okay, Cooper, du hast dich in eine ziemlich schlechte Position. Ja, Mann! Und ich töte trotzdem. Nein, ist alle bei. Und rechts. Oh, ich bin fast gestorben. Sieh sich rechts. Sieh sich rechts. Hä, wo ist sie? Da liegt sie, Daniel! Nice, Daniel! Das war ein nice Quickscope. Wo bist du denn? Der sah lecker aus. Nice. Ja, der war schön, der war schön. Props an dich. Thanks. THX. THX an mich. Kennt ihr jetzt noch aus alten VHS-Kassetten oder so? Ja. Das habe ich immer vor König der Löwen gehört. Das hat mir immer Angst gemacht als Kind. Ich weiß nicht wieso. Einfach nur, weil der Sound so erschreckend ist. Das ist eigentlich hauptsächlich für Kinos. Das ist eigentlich so ein Gütesiegel für Kinos, wenn die guten Klang haben. Wenn die gut klauen. Das sind polnische Kinos. Ja, genau. Die klauen sich den besten Sound zusammen. Deswegen sind das THX-Kinos. Kurva. Die besten Kinos fangen immer mit Kurva. Das kennst du auch nicht als Intro für König der Löwen. Kurva. Ich hab keine Ahnung, wieso. Das ist die lustigste Circle of my life. Das ist die lustigste Session meines Lebens, ey. Ich hab noch nie so viel gelacht. Ja, einmal, jetzt have fun, Mann. Einmal ab mich, dabei geht's voll ab, ey. Was ist ja, ey. Oh, pass auf, das dann. Ist ja wohl, das stimmt ja wohl überhaupt gar nicht. Okay, einfach nur Fun haben. Einfach Fun. Ich hab so ein witziger Typ. Ich glaub sogar... Das Motto von, der Coffee, have fun. Von uns allen lachen wir über Subs Witze am meisten, weil er immer die schlimmsten Witze macht. So über kleine Kinder und Buben und dunkelhäutige Menschen und so. Er traut sich immer die schlimmsten Witze zu machen, die wir niemals sagen würden, deswegen lachen wir immer nur. Aber wer sagt, dass es eigentlich Witze sind? Unser Lachen sagt das. Nee, er meint halt damit, dass Sub das alles ernst meint und so mit dem, dass er, keine Ahnung, Schwarze verbrennt oder dass er alle Juden tötet oder dass er kleine Kinder entführt oder so, keine Ahnung. Also, das sind alles schöne Witze. Sub wäre das auf jeden Fall zuzutrauen. Er wird es jetzt gar nicht anschauen. Sub, wir lieben dich und ich liebe dich auch. Ich kenne noch Sub, Junge. Du willst Twitch ist im Fahrstuhl. Jetzt, wenn du das jetzt hörst, wir haben dich alle lieb. Bro, wir lieben dich. Twitch ist im Fahrstuhl. Ah! Das war männlich. Ich weiß. Ja, Daniel ist die Definition von männlich, also. Das war halt wirklich die pure Männlichkeit, die da aussieht. Ich meine, ich habe Daniel schon getroffen. Ich weiß das von uns allen ein bisschen. Er sprüht Maskulinität und Testosteron aus. Ja, definitiv. Maskulinität und Testosteron. Ich meine, als ich Daniel die Hand gegeben hat, der hätte mir sie fast zerquetscht mit seinen Muckis. Also. Logisch. Ihr habt da direkt Angst bekommen. Ich dachte, ich hab auch too much information. Und ich hab mich zurückgehalten, sonst wäre normalerweise viel schlimmer. Also, sonst hätte er mir die Hand gebrochen, ey. Gott, Alter, wie ist denn das, wenn du einen hobelst, Daniel, ey? Ja, dein armer Schwengel, ey, der muss blau werden. Der bricht sich immer seinen Schwanz. Oh Gott. Nee, das ist gut, der ist durchtrainiert, da passiert nix. Genau, der hat auch so Muskeln. Ist das Mr. Hanky von South Park? Alter, der hat so die mega ekelhaftesten Adern oder so, die so pulsieren. Oh Gott, Opa, Mann, Alter, schön die Krampfadern. Ja. Und dann macht das so Arm drück mit seinem Schwengel und gewinnt. Ja, sein Schwengel gewinnt. Ich trau mich inzwischen gar nicht mehr. Ich weiß, ich verliere eh. Deswegen. Oh, nice, Benny, Alter. Benny macht inzwischen auch ein paar One-Taps, Alter. Da wäre es trotzdem schlecht, aber naja, tut mir leid. Ja, da kann ich so viel. Hallo? Geil, Mann! Ne Header gegeben, dem Lappen. Das war kein Header. Doch, ich hab den verletzt mit dem Header. Mit der Scheigedämpften Piste. Ja, Kavera, Piste-Header. Wissen wir, wo er ist? Nein, aber ich werde ihn suchen. Bei dir im, keine Ahnung,
Er ist im Fahrstuhl. Er ist im Fahrstuhl. Ja, ich so, Leute, wenn ich irgendwann nach Wien fahre, ich werde nicht lebend zurückkommen. Ich auch nicht. Nein, 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 er ist hier bei mir. Er hat mich gepusht, Guys. Die ganzen Witze sind zu viel. Irgendwann, weißt du, ich komme so Wien Hauptbahnhof an und werde so niedergestochen und so was. Nee, du weißt doch, Bernie war doch mal beim Bund und weiß, wie man mit der Aug schießt. Ja, das stimmt, weiß ich. Scheiße, ja. Alter. Der snipet mich mit der Aug weg, ey. Mit der Aug snipet er, Alter. Ja, ich meine, normalerweise mit jedem Sturmgewehr kann man, glaube ich, auf wie viel Meter schießen, Bernie, weißt du das? Na, auf 200 circa. Schalter bitte, mit der Aug ist kein Problem. Er ist einfach rausgegangen. Mann, jetzt hat Cooper schon wieder den Part. Ich sehe halt alle zu schlecht. Okay, keine Ahnung. Ey, Cooper, ich habe heute auch schon zwei, du Fotze. In der letzten Session hatte ich... Ja, heute auch schon einen und dann zwei. Ja, hier, Junge, du hast doch von uns allen... Wer ist MVP, Bitches? Wer ist MVP? Ich meine, es ist halt wirklich so, Junge hat 80% der Parts. Keine Ahnung, und der Rest dann so sind dann wir, teilen uns wir dann irgendwie auf. Ne, wir sagen, Junge hat 70% der Parts und jeweils Daniel Zapp und ich haben 10% aller Parts. Und das ist ungelogen, wirklich. Ja, ich meine das wirklich ernst. Wenn ich einmal durch die Siege, weißt du, ich schau mir die Siege-Shots an. Oh, Junge, wieder ein Part. Oh, Junge, wieder ein Part. Oh, Junge, jetzt hör auf, Ben, den Part, hau rein, ciao. Bis dann, ciao. Bye, bye.